Es ist Halbzeit bei der GroKo. Und wie das so ist in der Halbzeit, es gibt eine Ansprache. Diesmal allerdings nicht vom Trainer, sondern vom Söder. CSU-Chef Markus Söder will das Bundeskabinett verjüngen und erneuern. Er sagt, es ist wie beim Fußball. In der zweiten Halbzeit verstärkt man sich mit neuen und frischen Kräften. Wir wissen alle, welche neuen und frischen Kräfte er meint. Wir wissen, was Markus Söder gern für eine Mannschaft hätte. Diese hier. Die Reaktionen auf Söders Vorschlag waren ja ganz unterschiedlich. Christine Lambrecht, Anja Karliczek und Gerd Müller haben gesagt, uns egal, wir sind ja keine Minister im Kabinett. Was? Seit wann? Friedrich Merz hat gesagt, hier, ich, hallo. Und Julia Klöckner meinte, mich kann das nicht betreffen, mein Vertrag mit Nestle läuft noch bis ins nächste Jahr. Und natürlich denkt man sofort an wen? Verkehrsminister Andreas Scheuer. Ich meine, der hat bei der Maut 560 Millionen Steuergeld verpulvert. Jetzt hat er neue Gespräche mit den Mautbetreibern angekündigt. Ich bin sicher, er wird da einen guten Deal aushandeln, gar keine Frage. Der holt da noch einiges raus. Also für die Mautbetreiber natürlich. Und, ich war sehr überrascht. Ich war wirklich sehr überrascht, was Markus Söder kurz vor Weihnachten über Andi Scheuer gesagt hat. Andreas Scheuer ist ein Aktivposten der Bundesregierung. Ein Aktivposten? Na gut, ich sag mal so, als Passivposten wäre er billiger. Los geht's. Er hat fürs Klima noch gar nichts bewegt, sich mit der Maut auf die Fresse gelegt. Ohne Verstand, viel Geld verbrannt. Bitte tritt zurück, Andi Scheuer. Ausländermaut, die Idee war beknackt. Jetzt hat ein Untersuchungsausschuss am Sack. Nimm deinen Hut. Ach so, okay, gut. Tritt zurück an die Scheuer. Sag mal, Scheuer, du hast mit der Maut 560 Millionen in den Sand gesetzt. Das ist ja auf Rekordniveau. Hat's noch nie so gegeben in der Höhe. E-Scooter, Babe. Voll gut. Wie viel CO2 sparen die ein? Die bringen nichts und gehen schnell kaputt. Er kriegt der Wirtschaft schön hinten rein. Ja. Und zu einem Tempolimit sagt er nein. Ein Lobby-Clown im Autobahn. Er interessiert sich ein Dreck für die Bahn. Kaputt gespart, gute Fahrt. Bitte tritt zurück an die Scheuer. Ja, du! Mann.